Hallo, ich bin der Gamebob. Herzlich willkommen zu. Ach, fuck, Moment. So. Herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Teil 85. Na. Schreckliche Ach, Situation mit diesem Ancano. Schade, dass ich nicht helfen konnte, aber ich war anderweitig beschäftigt. okay, ich habe ein Statement zu machen. Ancano ist genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit. Ich hab eine Anmerkung zu machen. Ich hasse Steam. Steam ist scheiße. Aus diesem Grund. Ich wollte gerade das Spiel starten. Und da bringt er mir erstmal die Meldung, dass das Content-Format formatieren muss. Also, ich habe Steam auf Englisch gestellt. Denke ich mir, möchte ich nicht machen, ist mir scheißegal. Muss man trotzdem machen. Zugang zur Akademie sind. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle tot. Ja. Ist mir gerade ziemlich schnuppe. Und er hat dann angefangen zu downloaden in Geschwindigkeiten, die ich nicht gewohnt bin von Steam. Und ja. Das ist der Grund, warum jetzt der Ton auf Deutsch ist. Das werde ich bis zur nächsten Mission wieder ändern. Warum? Ich mag die deutsche Synchro nicht. Und es ist nicht, dass die Synchronsprecher schlecht sind, aber es wirkt echter mit der in der Originalfassung. Und wie man an meiner Stimme hört, ist meine Stimme noch etwas am Arsch. Deswegen wird dieser Part deswegen, und weil ich nicht genug Zeit dafür habe die Woche, das läuft bei mir gerade blöd aus, wird dieser Part auch etwas kürzer, also gut. Und da ich jetzt gerade Zeit habe und danach nicht, ist halt der Ton auf Deutsch. Achso, stimmt, ja. Ich war ja hier bei den Büchern, die ich vorlesen wollte. Oh Gott, viel Text. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten, auch bekannt als die Elder Scrolls. Unter Gelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrollen der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen ist derzeit jedoch noch weitgehend ungeklärt. Theorien über Geheimwissen und göttliche Vergeltung waren reine Spekulationen und basierten nur auf wenig tatsächlichen Forschungen. Ich, Justinius Polonius, habe mich der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei ihren Lesern verursachten Leiden gewidmet. Bislang konnte ich jedoch keine einheitliche Theorien darüber entwickeln, welche Form diese Leiden annehmen, weshalb dies ein Objekt künftiger Forschung bleibt. Ich habe die Auswirkungen in vier Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum großen Teil vom Geist des Lesers abhängen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich diese im Folgenden genau beschreiben. Erste Gruppe, die Unbedarften. Für diejenigen, die über keinerlei Wissen über die Geschichte oder die Wesensart der Schriftrollen der Alten verfügen, ist die Schriftrolle letztlich wirkungslos. Der Leser kann weder Prophezeiungen sehen noch Wissen erlangen, und wenn die Rolle auch den Ungebildeten kein Wissen bringt, so schadet sie ihm zumindest auch in keinerlei Hinsicht. Die Rolle scheint von seltsamen Buchstaben und Symbolen überzuquellen. Diejenigen, die ein wenig von der Astronomie verstehen, behaupten oft, Sternbilder in den Mustern und Verbindungen zu erkennen. Aber diese Spekulationen lassen sich nicht überprüfen, da die Studie verlangt, dass die Testsubjekte ungebildet sind. Logisch, aber irgendwie blöd. Zweite Gruppe, der ungeschützte Verstand. Diese zweite Gruppe ist sich der Gefahren, die im Lesen der Schriftrollen liegen, bewusst.
Es sind Personen, die eine Vorstellung von der Natur der Schriftrollen der Alten haben und sie verfügen über ausreichend Wissen, um sie lesen zu können. Allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen Disziplin und die zerstörerische Wirkung, die ein kurzer Blick auf die Unendlichkeit hat, abzuwenden. Diese unglücklichen Seelen erblinden unmittelbar und unwiederbringlich. Dies ist der Preis, den sie für die Überanspruchung ihrer Fähigkeiten zahlen. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass mit der Blindheit auch ein Teil des versteckten Wissens kommt. Dabei hängt es von der Person ab, von der Person und ihrem Platz in der größeren Ordnung ab, ob es sich dabei um Wissen über die Zukunft, die Vergangenheit oder das Wesen des Seins handelt. Aber Wissen wird in jedem Falle erlangt. Dritte Gruppe. Das moderate Verständnis. In Tamriel scheint nur der Kult der Ahnenmotte die Disziplin entwickelt zu haben, die den Geist beim Lesen der Rollen schützt. Die Novizen unterziehen sich der strengsten geistigen Zucht. Und oft dürfen sie erst nach einem Jahrzehnt oder mehr im Kloster die erste Schriftrolle der Alten lesen. Die Mönche, die schon viele ungeschützte Geister unter ihren ungeduldigeren Schülern erlebt haben, behaupten, dass dies dem Schutz des Eingeweihten dient. Mit ausreichender Seelenstärke gewappnet wird die Sicht der Leser zwar geschwächt, aber bei Weitem nicht so stark wie bei den Ungeschützten. Die Sicht vernebelt sich, aber Form, Farben und Texte bleiben lesbar. Auch das Wissen, das die Schriftrolle offenbart, wird so gemäßigt und es bedarf einer Meditation und der Reflexion, um das Gesehene vollends würdigen und wiedergeben zu können. Vierte Gruppe, erleuchtetes Verständnis. Zwischen den vorherigen Gruppen und dieser befindet sich ein Kontinuum, welches bislang nur von den Mönchen der Ahnenmotte durchquert wurde. Je mehr sie lesen, umso blinder werden die Mönche, aber sie erlangen größeres und detaillierteres Wissen, während sie jede wache Stunde damit verbringen, die Offenbarungen zu studieren, steigert sich auch ihre Seelenstärke. Es gibt für jeden Mönch den Tag der vorletzten Lesung, an dem das einzige Wissen, das die Schriftrolle offenbart, darin liegt, dass die nächste Lesung die letzte sein wird. Für jeden Mönch kommt die vorletzte Lesung zu einem anderen, unvorhersehbaren Zeitpunkt. Es wurden vorläufige Studien angefertigt, um diese Ereignisse anhand einer Tabelle der Schwere der Blindheit des jeweiligen Mönches vorauszusagen. Aber alle, die diese fortgeschrittenen Stadien erreichen, berichten, dass der Zuwachs an Blindheit mit einer hohen Anzahl an Lesungen abnimmt. Manche vermuten, dass ein anderer unbekannter Sinn in dieser Endphase weiterhin abnimmt, aber derartige Spekulationen überlasse ich den Philosophen. Um sich auf seine letzte Lesung vorzubereiten, zieht sich der Mönch normalerweise zurück, um über ein Leben voller Offenbarungen zu nachzudenken. Das ist ein Textfehler, glaube ich. Deswegen habe ich gerade irritiert nochmal gelesen. Und seinen Geist auf die letzte Einsicht vorzubereiten. Nach dieser letzten Lesung wird er so sicher erblinden wie die Ungeschützten, die unbedarft zum Wissen drängen. Der Erleuchtete hat jedoch seinen Verstand sein Leben lang bewahrt und er verliert über die ganzheitliche Ahnung dessen, was ihm offenbart wurde. Ich hoffe, dass dieser Katalog denen dient, die unser sterbliches Verständnis der Schriftrollen der Alten vergrößern wollen. Die Mottenpriester stehen über diesen Ding und sie betrachten die fortschreitende Schwächung, die mit dem Lesen kommt, als Auszeichnungen. Möge dieser Text ein nützlicher Ausgangspunkt für all jene sein, die derartige Studien unternehmen wollen, diktiert dem Anstius
Mädchen. Vierte letzte Saat im 126. Jahr der zweiten Ära. Mein Buch. Gedanken zu den Schriftrollen. Ob ich das wohl lesen kann? Nein, schlechter Witz. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Ich meinte von der Textgröße her. Von Septimus Signus oder Signus. Akademie der Winterfeste, von Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen, was? Unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben, wenn ihr das Gewebe über eure Kiemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken, obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton den Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiungen zum Himmel stänke. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden. Aber sind wir das Meer, die Atmende oder der Stoff, oder sind wir der Atem selbst? Okay, jetzt wird es sehr anspruchsvoll. Können wir durch die Rollen fließen, so wie das Wissen, dass ja das Wasser ist, hindurchfließt? Oder stecken wir im Morast aus Meeresdreck, der sich am Rand abgelagert hat, fest? Entschuldigung. Stellt euch wieder etwas vor, aber diesmal anders. Ein Vogel erklimmt den Wind, wird von einer Böe erfasst und von einem Stein getroffen. Wenn der Vogel verkehrt rumfliegt, kann der Stein von oben gekommen sein. Wo kam dann die Böe her? Okay, das ist etwas verwirrend, muss ich sagen. Und aus welcher Richtung? Haben die Götter etwas davon verursacht? Oder wurde es vom Vogel bewusst so festgelegt? Die Allsicht der Schriftrollen dreht den Geist so, dass relative Positionen in ihrem Vorrang absolut werden. Wieder bitte ich euch, euch für mich etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde. Eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Eifelmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz und die Sonne fort, um im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? Die Eichel ist in diesem Fall ein Baumei und das Wissen ist das Wasser und die Sonne. Wir sind das Küken im Ei. Okay, das ist sehr konfus geschrieben, muss ich sagen, aber auch der Dreck. Wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen, um sehen zu werden. Ein letztes Bild, bevor sich euer Geist vom Schock des ewigen Wissens verschließt. Ihr seid jetzt eine Flamme, die in einer riesigen Leere hellblau brennt. Mit der Zeit seht ihr eure Geschwister, die in der Ferne und neben euch brennen. Ein Meer aus winzigen Punkten, ein Sternbild aus Erinnerung. Jede brennt hell und flackert dann auf. Dann nehmen zwei weitere ihren Platz ein, aber nicht für immer, damit die Leere sich nicht mit dem ranzigen Licht, das die Gedanken absorbiert, füllt. Der Geist von jedem von uns ist diese Leere, und die Weisheit der Schriftrollen sind die Lichtpunkte. Ohne ihr stechendes Licht wäre mein Bewusstsein eine große Leere, die sich ihrer Leere nicht bewusst wäre, so wie die Leere ihrer selbst nicht gewahr ist. Aber die Feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt, was?
vorsichtig gepflegt, gehegt und zu sich selbst und ihren Geschwistern gebracht werden. Das hat ja absolut mal gar nichts gebracht. Jetzt rede ich mal mit ihm. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ich finde die Stimme grausam. Hä? Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Gut. Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Ist er tot? Oh nein, das hoffe ich nicht. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und wir standen uns sehr nahe. Er entwickelte eine Besessenheit für die Dwemer. Sagte, er habe ein altes Artefakt gefunden und zog gen Norden. Habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Irgendwo in die Eisfelder, wenn ihr ihn suchen wollt. Mir fällt auf, dass die Audioqualität der deutschen Synchro nicht so gut ist wie die des Originals. Also ich meine jetzt nicht die, wie sie sprechen, sondern Audiokomprimierung. Finde ich eher schade. Ja, ich muss mir unbedingt bis zum nächsten, ich werde mir unbedingt auch mal wieder die englische Sprachfassung laden. Also die englischen Sprachdateien über Steam, das ist ja, muss ich Spiel auf Englisch stellen, muss ich die Daten laden, muss ich auf Deutsch stellen oder muss ich die Audio-Files wieder drüber kopieren. Boah. Genau, wir müssen nämlich hier hinter. Ach Gott, ich glaube, das wird sehr lustig. Ich könnte runterspringen, aber es ist nicht sehr klug. Ja, das war gerade bei mir Nachladeruckler. Ich weiß nicht, ob man den im Video so sieht. Normalerweise schon. Ich weiß nicht, warum das Spiel... Interessant, da wird... Oh mein Gott. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Also die Synchro ist schon überzeugend, aber... Ich muss echt sagen, schade, dass die Audioqualität nicht so gut ist. Nein. Achso, das war das Falsche. Ach Gott. Ah, er ist der abgesandte Elenven. Wir warten auch doch. Das war doch was anderes, glaube ich. Brief eines Freundes. Der wütende Mob. Mit der Machtdemonstration aus Zoom im Hals der Welt habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder wartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Valthum richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Das ist interessant. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, bekam ich auch diese Nachricht. Da wurde mir aber gesagt, ich solle woanders hingehen. Ja. Muss ich überlegen. Ah.
ob man hier runterkommt. Ich meine, lebend. Ja, sieht gut aus. Problem ist, ich muss tatsächlich so runterreiten, weil sonst wird es sehr unangenehm. Aber ich muss sagen, ja. Wo wollte ich hin? Wo bin ich? Ah, hier ist der Winterfeste und ich muss hier hinter, genau. Ja, das ist etwas, ja. Aber ich muss sagen, das fand ich jetzt echt, fand ich jetzt nicht sonderlich schön mit dem, dass mir Steam einfach mal die Sprachdaten ersetzt hat. Dafür ging der Download ziemlich flott. Ich habe mir schon gedacht, dass sowas passiert, als er dann kam, ja, fehlender Content wird heruntergeladen. Dann hat aber das erste Mal habe ich erlebt, dass Steam schneller runterladet wie 500 Kilobits. Er hat dann doch anständig mit 5 Megabyte die Sekunde runtergeladen. Wo ich auch dachte, boah, dass ich das nie sehen werde. Ich versuche über die Eisschollen zu gehen, weil es etwas einfacher ist, weil es immer etwas nervig ist, wenn man durchs Wasser geht. Außer man kann hier nicht. Doch, kann man. Ach, das sind Hawker. Sind ungefähr sowas wie Seehunde. Und manchmal sind sie aggressiv und manchmal reagieren sie nicht auf einen. Ja, ich muss sagen, es ist echt sehr nett designt. Außenposten so richtig übersetzt. Im Englisch heißt es nämlich Outpost. Grabt, Dwemer, als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Das ist lippensynchron.
Besser wie bei den meisten anderen Spielen heutzutage. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus. Tamriel. In der Nähe. Relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet ist alles in der Nähe. Das stimmt allerdings. Ich muss sagen, seine Stimme hat man wirklich gut getroffen, weil der klingt wie ein geisteskranker Irre, also auch im Original. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen, oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darin. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dreamer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Ich glaube, das heißt im Englischen irgendwie Black Reach oder sowas. Oder Black Reef. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von Saar, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Genau, was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dreamer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Nee, er spricht zu laut. Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dreamer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück. Auf das Septimus von neuem lesen möge. Wozu braucht ihr die Schriftrollen der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dreamer-Schatulle, betrachtet sie.
und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Genau, was ist eine Schriftrolle der Alten? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, die deutsche Synchro ist... Ruhig, ich habe nicht gesagt, dass die deutsche Synchro sehr schlecht ist, sondern die wird eben... Man hat im Deutschen nicht so viele Sprecher, zum Beispiel wie im Original. Dadurch wiederholen sich Stimmen eher. Aber gut, natürlich wirkt es etwa im Original etwas besser und da poppt ein Eisberg auf. Ah, genau wie bei der Titanic. Der Eisberg war nicht da, sondern der ist einfach aus dem Nichts gespawnt. So. Alftand, genau. Bringe die Schrift heute alt in deinem Besitz, in meinem Besitz. Was ist das hier für ein... Ach, das ist diese Finity-Energie. Dann muss ich kurz überlegen. Nein, ich will kurz... Ich glaube, ich kann von hier, von Sartal aus, kann ich hier hoch. Ah, stimmt. Ich glaube, das ist auf derselben Ebene wie das bodenlose Loch. Ich weiß, das ist zwar jetzt sehr seltsam. So, sieh, wie ich mit dem Pferd da reinreite. Normalerweise dürfte da nichts passieren. Hooray! Bevor ich durch eine Tür gehe. Da muss ich in diese Richtung. Oben ist eine Drachen. Ah, hier unten. Oh, ich glaube, das ist eine ziemlich geniale Quest, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre.
Ich hatte gedacht, hier sind... Ach, genau, ja. Dann stelle ich kurz mein Pferd um. Ich werde es vielleicht brauchen. Ich muss wirklich hier runter gehen. Also, das sah jetzt höher aus, wie es ist. Ja, man sollte hier nämlich aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Aber das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Ich habe leider nicht mehr Zeit und ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit englischer Sprachausgabe.